Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit dem Thema Wachstumsschüben. Das Thema ist Wachstumsschübe und wir sind momentan im vierten Schuljahr, ist 18 Wochen alt und da sie 2 Wochen zu früh gekommen ist, verschiebt sich das mit den Wachstumsschüben ja immer um 2 Wochen lang. Also sie hat dann 2 Wochen später ihren Wachstumsschub. Ja, der vierte ist, glaube ich, der längste Wachstumsschub. Und vorab die ersten 3 Wachstumsschübe. Also zu den ersten beiden kann ich eigentlich gar nicht mehr groß was sagen. Die habe ich erfolgreich verdrängt. Der dritte ist mir noch gut in Erinnerung geblieben und der war für mich also bislang auch der krasseste, weil sie da auch ganz, ganz schlecht drauf gewesen ist. Aber man muss sagen, der hat bei uns nur 3 Tage gedauert. Das heißt, nach 3 Tagen war der dritte Wachstumsschub überstanden und wir konnten aufatmen und komischerweise ist mir aufgefallen, dass die Kleine nach Wachstumsschüben oder nach potenziellen Wachstumsschüben 2, 3 Tage sehr viel schläft, als ob sie den ganzen Schlaf wieder nachholen möchte. Ja, warum ich glaube, dass wir uns derzeit im vierten Wachstumsschub befinden, kann ich auch, glaube ich, ganz kurz und knapp, ich versuche es kurz und knapp zu erklären. So, ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Schlafrhythmus am Arsch ist. Also der ist kaputt. Es ist, als hätte jemand mein Kind, hätte jemand bei meinem Kind den Reset-Knopf gedrückt und das Kind wieder zurückgestellt auf Werkseinstellung. Sie hat vorher unglaublich gut schon durchgeschlafen und das von ganz alleine. Das macht sie jetzt momentan nicht mehr. Das heißt, sie will. Nachts wird sie häufiger wach und sie ist auch dann länger wach und man bekommt sie sehr schwierig wieder zum Schlafen, beziehungsweise man kann ihr sehr schwer helfen, in den Schlaf zu finden. Genau das gleiche haben wir, wenn wir sie ins Bett bringen. Das hat vorher auch sehr gut funktioniert. Momentan brauche ich immer ungefähr 1 Stunde, 1,5, bis ich es geschafft habe, sie ein bisschen in den Schlaf zu kuscheln und zu schunkeln. Und auch tagsüber wird kaum noch geschlafen und man merkt halt, dass das Kind hundemüde ist, aber es möchte einfach nicht schlafen, beziehungsweise es kann nicht schlafen. Klar, wenn sich gerade die Wahrnehmung komplett verändert, die Welt des Kindes mal wieder auf dem Kopf steht und sämtliche neue Reize auf das Gehirn einprasseln, das muss man erstmal verarbeiten. Und es ist natürlich nicht einfach für das Kind. Und es ist nicht einfach für die Mutter, weil man fragt sich immer, wie kann ich das Kind dabei unterstützen? Woran ich noch merke, dass sie derzeit meiner Meinung nach im Schub ist, ist, dass sie relativ appetitlos ist. Also sie trinkt wieder sehr, sehr schlecht. Sie ist eh eine schlechte Trinkerin und momentan trinkt sie halt wieder sehr schlecht. Sie möchte teilweise ständig in irgendwie andere Positionen gebracht werden, weil sie sonst unruhig wird, anfängt zu weinen. Also wir hatten jetzt ein paar Tage gehabt, da hat man eigentlich nur noch geschafft, sie zu beruhigen, indem man mit ihr aufrecht, sie aufrecht haltend und aufrecht stehend durch die Gegend läuft. Das ist natürlich über den Tag verteilt auch sehr anstrengend, es sei denn, man nimmt sich jetzt ein Tragetuch oder eine Trage zur Hilfe. Und heute oder gestern fing sie dann wieder an, plötzlich, was sie gar nicht mehr mochte, wie so ein Baby im Arm einzuschlafen und sich komplett einzukuscheln, so mit dem Gesichtchen richtig vergraben. Das hat sie jetzt mehrere Wochen, glaube ich, total doof gefunden, weil ich hatte das Gefühl, sie wollte nicht mehr wie ein Baby liegen, sie wollte mehr von der Welt sehen. Und jetzt auf einmal ist das aber wieder cool und das macht sie wieder gerne und es wird mehr gekuschelt. Da gibt es Schlimmeres, ne, als ein Kind, das kuschelbedürftig ist, würde ich mal behaupten. Ja, woran wir es noch merken, sie hat wieder vermehrt Bauchschmerzen. Das hatte sie schon beim dritten Schub. Da waren die Bauchschmerzen ja einigermaßen abgeebbt und ja, dann sind sie wiedergekommen und stärker geworden. Und aktuell haben wir das halt auch wieder. Sie hat auch wieder Bauchschmerzen.
Also es steht zwar in keinem Buch, in keinem App, in keiner App oder sonst was, aber ich glaube, dass das mit den Schüben irgendwie in Zusammenhang steht, dass sich da nicht nur vielleicht das Gehirn entwickelt, dass sich der Darm auch wieder irgendwie entwickelt und weiter ausreift. Man merkt halt, dass sie wieder Bauchschmerzen hat. Ja, und dann habe ich überlegt, dass ich einmal zusammentrage, was bei uns hilft, wenn die Schübe wirklich krass sind, wenn sie total unglücklich ist und wenn man als Mutter selber nicht weiß, was man mehr machen soll. Denn ich bin in einer Facebook-Gruppe mit anderen Müttern, die im Juli entbunden haben. Und wir befinden uns ja momentan fast alle zu diesem Zeitpunkt im vierten Schub. Und ich lese da halt auch echt heftige Sachen, wie zum Beispiel, ich wollte aus dem Fenster springen, ich bin am Rande eines Nervenzusammenbruchs, ich kann nicht mehr, meine Kräfte sind am Ende und so weiter und so fort. Und ich kann das gut verstehen, denn ich fühle mich oft genauso. Also, ich meine, es gibt vielleicht Leute, die kommen besser mit so welchen Situationen zurecht und Leute, die kommen schlechter damit zurecht. Aber ich finde, das ist jetzt kein Grund, jemanden irgendwie blöd anzumachen, dass man sagt, ich kann nicht mehr irgendwie. Es zerrt ja an den Kräften. Gerade Schlafmangel, wenn die Kinder irgendwie alle 2, 3 Stunden an die Brust wollen oder das Fläschchen wollen, das ist. Schlafmangel ist nicht umsonst eine Foltermethode. Also es ist einfach heftig. Ja, und was wir machen, damit es ihr besser geht, ist in erster Linie viel Körperkontakt, viel durch die Gegend tragen, viel schmusen, viel streicheln. Das hilft so einigermaßen, wenn es gerade die Position ist, die Madame gefällt. Das kommt dann nämlich als nächstes. Ein regelmäßiger Positionswechsel, denn mal ist es im Sitzen für sie, wenn ich sitze, okay, mal ist es total doof und sie schreit, dann möchte ich sie, dass ich aufstehe, dass ich sie durch die Gegend trage, mich mit ihr umgucke. Ja, also Positionswechsel, manchmal lege ich sie dann hin, dann ist sie im Liegen ganz glücklich, aber nur 5 Minuten, dann ist Liegen auch wieder blöd, dann drehe ich sie auf den Bauch, dann ist auf dem Bauch total lustig. Und dann ist auf dem Bauch aber auch wieder total blöd. Super Hilfe für mich ist spazieren gehen. Gerade momentan habe ich kein Auto, weil mein Freund das Auto hat, damit er zur Arbeit fahren kann. Und wenn ich manchmal vormittags, nachmittags, wann auch immer alleine bin und merke, das wird mir gerade alles irgendwie zu viel und ich brauche mal eine Auszeit. Dann packe ich die Kleine ein, wir gehen spazieren, wir gehen durch den Park, wir gehen in die Stadt. Wobei in die Stadt ist nicht so vorteilhaft, weil man gibt meistens Geld aus, weil dann steht man doch wieder in Family und kauft irgendwas für die Kleinen. Ja, oder ich packe den Hund ein und die Kleine und wir gehen zusammen durch den Park. Der Hund kommt eh momentan zu kurz, der freut sich dann, wenn wir etwas länger spazieren gehen. Letztens erst habe ich uns ausgesperrt, da hatten wir einen sehr langen Spaziergang. Ich glaube, da hat der Hund sich sehr drüber gefreut. Ja, ansonsten das Kind ablenken, singen, spielen, strampeln. Das war das Babyphone wieder mal. Singen, spielen, strampeln, Babymassage mache ich zwischendurch mal, wenn ich nicht weiß, was ich noch mit ihr machen soll. Und mein Obertipp überhaupt ist das Kind auf den Arm nehmen und durch die Wohnung tanzen und singen. Also gefällt nicht nur der Kleinen, das gefällt auch mir, weil die Musik bestimme meistens ich. Ich gucke dann so ein bisschen auf YouTube, worauf ich gerade Bock habe. Es gibt manchmal Tage, da habe ich gute Laune, dann spiele ich gute Laune Musik. Es gibt Tage, da habe ich nicht so gute Laune, da spiele ich dann dementsprechend etwas Depri-Musik. Die höre ich mir dann an, dann singe ich mit, schunkel das Kind hin und her und das hat sogar meistens den Effekt, dass es nach vielleicht einer halben Stunde sogar einschläft. Und das ist dann schön. Das ist dann erstmal ein Erfolgserlebnis, dass man das Kind zum Schlafen gebracht hat.
dann ist Kuscheln, dieses Kuscheln setzt, glaube ich, auch Endorphine frei. Mir geht es dann gut. Musik setzt bei mir sowieso Endorphine frei. Wenn ich Musik hören kann, die mir gefällt, bin ich glücklich. Das macht Spaß und das sieht lustig aus. Ja, und wenn einfach gar nichts mehr geht und wenn die Nerven ganz blank liegen, dann finde ich, sollte man auch nicht sich schämen, mal seine Mutter, Verwandte, Freunde, wen auch immer zu fragen, ob die nicht vorbeikommen wollen und ein bisschen das Kind bespaßen, während man dann selber sich entweder ausruht oder mal den Haushalt machen kann. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da Leute hat, die einen unterstützen, gerade wenn der Partner halt arbeiten ist und man selbst irgendwann merkt, man ist einfach nur noch kaputt und müde, dann ist das meiner Meinung nach sinnvoll, jemanden um Unterstützung zu bitten. Also ich persönlich schäme mich dafür nicht. Ich glaube, das macht mich jetzt nicht zu einer schlechteren Mutti, dass ich manchmal sage, Mama, komm mal vorbei für eine Stunde und greif mir mal ein bisschen unter die Arme. Im Gegenteil, ich bin danach wieder wesentlich entspannter und kann mich besser auf das Kind konzentrieren. Deswegen ist das für mich immer eine sehr schöne Sache, wenn die Mama kommt. Ja, das sind so eigentlich die Dinge, die wir machen, um diese Schübe zu überstehen. Was das Gute ist an den Schüben, also an den Schüben selber ist nichts gut. Und ich habe schon von anderen Muttis gehört, dass der vierte Schub ein Arschlochschub sein soll. Und es ist auch noch der längste. Und laut meiner App sind wir auch noch 26 Tage in diesem beschissenen, Entschuldigung, Schub drin. Aber das Gute ist, man erkennt halt immer wieder Sachen, die die Kleinen dann neu können. Und bei uns ist das aktuell, dass sie lacht, so richtig mit Ton. Und das finde ich echt super, weil egal wie kaputt man ist, wie gestresst man ist und wie fertig man von dem ganzen Geschreie ist, wenn sie einen dann einmal so anlacht, so richtig mit Ton, wenn sie sich so richtig kaputt lacht, dann ist das Ganze wieder eigentlich vergessen. Also, naja, nicht ganz. Aber man weiß, wofür man die Zähne zusammenbeißt. Und das erste Lebensjahr ist so kurz. Es ist so schnell vorbei. Und ich denke mal, zumindest sagen es mir immer alle, du wirst irgendwann traurig sein, wenn sie groß ist und das Jahr so schnell umgegangen ist. Deswegen versuche ich mich immer irgendwie an diese kleinen Dinge zu halten. Alles, was sie neu kann. Jetzt hat sie auch ihre Knie entdeckt, noch nicht ihre Füße, aber schon ihre Knie. Es kommt eigentlich jeden Tag irgendwie was dazu und das macht mich unglaublich glücklich und das macht mich unglaublich stolz und man freut sich, wenn man sieht, dass die Kleinen sich gut entwickeln. Ja, das war es eigentlich von mir zu dem Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls euch das Video irgendwie mega angekotzt hat oder ihr habt Verbesserungsvorschläge oder vielleicht wollt ihr auch einen netten Kommentar lassen, dann hinterlasst mir einen Kommentar. Und wenn ihr ganz besonders viel Bock habt, könntet ihr sogar meinen Kanal abonnieren für mehr Videos. So, ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, dass eure kleinen Mäuse alle gut schlafen. Gute Nacht.